Für ihn ist es kein einfacher Job nach dem peinlichen Pokal aus. Leverkusens Co-Trainer Markus Krösche muss stellvertretend für den gesperrten Roger Schmidt erklären, wie es zur Pleite beim Drittliga-Aufsteiger aus Lotte kommen konnte. Schmidt verfolgte die Partie im Mannschaftsbus und musste mit ansehen, wie sein Team sich trotz früher Führung und in Überzahl bis auf die Knochen blamierte. Ich denke, wir haben einen richtigen Pokalfight hier gesehen. Wir haben sind in Führung, zweimal in Führung gegangen, haben unsere Möglichkeiten dann nicht genutzt, um dann vielleicht das Spiel zu entscheiden. Haben Lotte immer die Möglichkeit gegeben, zurückzukommen. Und in der Verlängerung führen wir kurz vor der Halbzeit der Verlängerung 2-1 und kriegen dann, werden ausgekontert, weil wir es nicht konsequent zu Ende spielen, und kriegen das 2-2. Und ja, da haben wir uns einfach nicht gut angestellt und letztendlich dann im Elfmeterschießen oder es zum Elfmeterschießen kommen lassen und da dann verloren. Ich habe immer gesagt, wenn alles normal läuft, ist klar, dass Leverkusen gewinnt. Aber im Mannschaftssport, wenn man sich im Verbund gut organisiert und einen Plan hat, wie man sich verschiebt, die Jungs, die haben das gut gemacht. Klar, war die Hoffnung ziemlich niedrig nach der roten Karte. Aber wie gesagt, ich glaube immer an meiner Mannschaft. Ich weiß, was sie drauf hat. Ich weiß, welchen Charakter sie hat. Und deswegen, ja, soll ich dazu sagen, klar, hatte ich erst gedacht, oh, das wird jetzt nicht gut ausgehen. Aber wie gesagt, sie haben mich auch ein bisschen überrascht. Und durften nach der Pokalsensation entsprechend feiern, auch wenn der Trainer dabei gar kein Mitspracherecht hatte. Ja gut, jetzt nach dem Sieg konnte ich nicht viel sagen, weil so Obmann, der Herr Wilke, wieder gesagt hat, ich gebe euch so viel, dass ihr heute feiern könnt. Ihr könnt feiern heute wie bis zum geht nicht mehr. Jetzt kann ich nichts mehr dagegen tun. Ja, die haben morgen freigekriegt von Herrn Wilke, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht gemacht.